Hallo miteinander. Heute ist Buß- und Bettag. Buß- und Bettag? Was ist das eigentlich für ein seltsamer Name? Und vielleicht auch ein seltsamer Tag? Nun, es gab schon immer Buß- und Bettage. Im alten Rom war das jedenfalls schon so, dass man die Götter auf diese Weise versucht hat, durch Beten und Fasten gnädig zu stimmen. Und die Protestanten haben 1532 wegen der Türkengefahr einen ersten Buß- und Bettag ausgerufen. Die Idee schien gut. Kirchengemeinden haben sich gedacht, das machen wir auch. Und so gab es im 19. Jahrhundert in 28 deutschen Landen 47 verschiedene Buß- und Bettage. Ja, das war ein bisschen unübersichtlich. Deswegen hat man das dann zusammengeführt in einen Buß- und Bettag im November. Der wurde sogar 1981 zum gesetzlichen Feiertag, aber 1995 bereits wieder abgeschafft, weil man das Geld für die Pflegeversicherung brauchte. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es sowas wie einen Buß- und Bettag gibt. Vielleicht kann man den ja brauchen, jetzt in dieser Zeit der Pandemie. Und dieses Wort Buße löst verschiedene Empfindungen in mir aus. Da fallen mir Sätze ein wie: Das sollst du büßen. Buße, wenn doch dieses Wort nicht so schrecklich negativ aufgeladen wäre. War das bei Jesus schon so? Das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße. Glaubt an das Evangelium. Denn in dem griechischen Neuen Testament steht das Wort Metanoia. Das bedeutet ganz wörtlich umdenken. Ich denke um. Beziehen wir es auf die Geschichten Jesu, fällt mir die Geschichte von Zachäus ein, zu dem Jesus ging, jenem Zöllner, der verrufen war in seiner Stadt und aß und trank mit ihm. Und dann sagte Zachäus zu Jesus: Ich habe umgedacht. Früher habe ich immer nur das Geld aus den Leuten herausgepresst. Jetzt gebe ich ein Vielfaches davon zurück. Ich finde, Umdenken ist ungeheuer wichtig. Früher habe ich immer gedacht, ich muss es schaffen. Ich muss es richten. Wenn ich es nicht schaffe, dann schafft es keiner. Es ist meine Aufgabe. Ich werde das schon hinkriegen. Und dann habe ich mir immer alles auf den Rücken geladen. Und dann, tja, dann kamen die Rückenschmerzen. Wie sagt mein Arzt dazu? Der Rücken ist die Müllhalde der Seele. Ja, so ist das. Loslassen. Wieder loslassen lernen. Das tut gut, umdenken und mich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Ich lade euch ein, mit mir in die Stille zu gehen. Nehmt euch ein Bänkchen, eine Matte, einen Stuhl oder einen Hocker. Nehmt Platz, atmet und schweigt. Lasst die Dinge los, die euch so beschäftigen. Sie ziehen dann gleichsam vorbei. Und ihr könnt euch nach innen ausrichten, auf euch selbst und auf Gott, der euch begegnen will. Atmen und schweigen. Ich wähle dazu ein Bibelwort, das ich in den Atem hinein verwebe. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.